ist ein Diebstahl ein Verbrechen oder ein Vergehen? Das spielt ja auch in der Sachkundeprüfung eine Rolle. Diese Frage kann drankommen. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video im YouTube-Kanal der Akademie für Sicherheit und im Podcast der Akademie für Sicherheit. Auf www.sachkunde.de gibt es immer wieder Fragen zum Thema Verbrechen, Vergehen. Das spielt ja auch in der Sachkundeprüfung eine Rolle. Diese Frage kann drankommen. Und obwohl es theoretisch ganz einfach ist, gibt es immer wieder Leute, die das durcheinander bringen. Im § 12 Strafgesetzbuch ist jetzt geklärt, was ist ein Verbrechen, was ist ein Vergehen. Und beim Verbrechen steht da drin, dass die Mindeststrafe ein Jahr Freiheitsstrafe ist. Das heißt, bei einem Verbrechen gibt es keine geringere Strafe als ein Jahr Freiheitsentzug. Beim Vergehen dagegen ist die Mindeststrafe unter einem Jahr Freiheitsstrafe, kann sogar eine Geldstrafe sein. Heißt, eigentlich ist es ganz einfach. Verbrechen, Mindeststrafe ein Jahr oder mehr. Vergehen, Mindeststrafe unter einem Jahr Gefängnis oder vielleicht sogar nur eine Geldstrafe. Trotzdem wird es immer wieder falsch gemacht. Deswegen wollen wir uns das an einem Beispiel ansehen. Und zwar, wenn wir hier so eine Folie machen, Strafmaß nach oben und hier ist die Grenze dieses eine Jahr, von dem wir gerade gehört haben. Wir nehmen jetzt als Beispiel einen Raub und beim Raub steht drin, dass die Mindeststrafe ein Jahr Freiheitsstrafe ist. Heißt, wenn jemand aus einem Raub begeht, bekommt er mindestens ein Jahr Gefängnis. Können auch zwei, können auch drei, können auch vier und so weiter sein. Der Raub ist ein Verbrechen, weil die Mindeststrafe ein Jahr ist. Schauen wir uns im Gegenbeispiel dazu den Diebstahl an. Beim Diebstahl steht drin, wer einen Diebstahl begeht, 242 StGB, bekommt entweder eine Geldstrafe oder eine Freiheitsstrafe bis zu 5 Jahren. Heißt, wer einen Diebstahl begeht, kann eine Geldstrafe bekommen, also weniger als ein Jahr, kann aber bekommen bis zu 5 Jahre. So, und jetzt ist die Frage, ist ein Diebstahl ein Verbrechen oder ein Vergehen? Nehmen wir mal an, es begeht jemand einen sehr schweren Diebstahl und er bekommt hier 3 Jahre. So, Verbrechen oder Vergehen? Jetzt sagen viele, ja, das ist ein Verbrechen, der hat ja über ein Jahr bekommen. Falsch. Es geht nicht um die Strafe, die er bekommt. Es geht nicht um die Höchststrafe, es geht um die Mindeststrafe. Und die Mindeststrafe ist beim Diebstahl unter einem Jahr Geldstrafe. Das heißt, er kann auch eine Geldstrafe oder zum Beispiel 3 Monate Gefängnis bekommen, das ist alles unter einem Jahr. Es geht nur um die Mindeststrafe. Ja, genauso wie hier beim Raub, auch um die Mindeststrafe ein Jahr, haben wir hier Mindeststrafe drunter. Also auch wenn er 3 Jahre für den Diebstahl bekommt, ist es auf alle Fälle, es bleibt ein Vergehen, weil die Mindeststrafe unter einem Jahr ist. Es gibt noch einen zweiten Punkt, der mit dem Verbrechen, Vergehen auch noch zusammenhängt, den man auch in der Prüfung gegebenenfalls wissen muss. Der Versuch eines Verbrechens ist immer strafbar, der Versuch eines Vergehens nur dann, wenn es ausdrücklich im Gesetz drinsteht. Es gibt zum Beispiel einen versuchten Diebstahl, 242, es gibt aber zum Beispiel keine versuchte Beleidigung, 185. Ich kann nicht versuchen, jemanden zu beleidigen, ich kann nicht sagen, du I, dann ist es gar nichts, wenn ich sage, Idiot, es ist vollendet. Also, Verbrechen, Versuch immer strafbar, Vergehen, Versuch nur strafbar, wenn es extra im Gesetz drinsteht. Gut, ich hoffe, ich konnte jetzt ein bisschen Licht in dieses Dunkel hier bringen. Ich wünsche euch alles Gute und bis zum nächsten Video.